I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3. Und ja, wir haben zwei neue Waffen, die es in Black Ops 3 geben wird. Zum einen ist es die MP7 und das andere ist die Powerball Sniper. Wir gehen immer der Reihe nach. Zuerst, ich kann kein Gameplay im Hintergrund zeigen, denn Activision hat denjenigen gestrikt, der das gepostet hat. Diese Files wurden in der Beta gefunden auf dem PC. Das heißt, jemand hat da die versteckten Waffen freigeschalten und damit konnte er dann spielen, hat dieses Gameplay dann auch hochgeladen. Aber wie gesagt, Activision hat es runtergenommen. Ist ein sehr guter Hinweis, dass diese Waffen wirklich existieren. Es kann sein natürlich, dass Activision noch an den Waffen arbeitet und dementsprechend sie noch nicht für die Beta freigegeben hat oder sie grundsätzlich einfach noch ein Bonbon für uns vorenthalten wollten. Und dementsprechend ist es natürlich etwas schade. Auf der anderen Seite natürlich auch gut, denn wir wissen wieder zwei neue Waffen und das eine, die MP7, natürlich eine der meistgespielten Waffen in Black Ops 2 beziehungsweise eins der meistgespielten SMGs überhaupt. Sie sieht auf jeden Fall extrem aus wie die SMG aus Black Ops 2, also die MP7 aus BO2. Sieht von der Nachladeanimation genau gleich aus. Wie gesagt, leider kann ich dazu kein Gameplay-Footage zeigen. Ihr müsst mir das leider verzeihen. Spätestens dann, wenn diese Waffe offiziell für Black Ops 3 draußen ist, werde ich natürlich Gameplay-Footage davon zeigen. Die Powerball Sniper sieht extrem nice aus, meiner Meinung nach. Scheint eines der besten Sniper Rifle in Black Ops 3 zu sein. Ist auch natürlich fürs Quickscopen gedacht. Black Ops 3 hat ja wirklich kein Auto-Aim für Sniper. Das heißt, wir sind extrem auf unsere eigenen Fähigkeiten angewiesen. Dementsprechend ist das Snipen deutlich, deutlich schwerer geworden. Ich finde es aber ganz gut, dadurch ist das Spiel auf jeden Fall nicht mehr so nervig, wenn man dauernd von Snipern geholt wird. Wenn man es von einem Sniper geholt wird, dann weiß man auf jeden Fall, der hat es richtig drauf. Grundsätzlich werde ich mal abwarten, was in den nächsten Tagen noch rauskommt. Ich habe für morgen auf jeden Fall auch noch ein Video geplant. Seid auf jeden Fall am Start. Es geht um Zombie-Details. Das werde ich in diesem Video noch nicht verraten. Ist auf jeden Fall richtig klasse. Da sind ein paar Sachen dabei, die richtig, richtig cool sind. Das war's dann auch zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war wieder ein kleines, kurzes Informationsvideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Lasst auf ein Abo da, wenn ihr auf dem neuesten Stand für Call of Duty News sein wollt, und schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Welche Waffe freut euch dann am meisten? Auf die Sniper oder auf die SMG? Das mal alles ab in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs. Macht das gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.